Liegt sie also auf dem Boden des Rheins seit 1852. Eine Dampflokomotive. Nur, wo kommt sie her? Gebaut hat sie dieser Mann, Emil Kessler. Wer war Emil Kessler? Diese Frage beantwortet Rudolf Röder. Er ist Mitglied des Freundeskreises Maschinenfabrik Esslingen, des letzten und größten Eisenbahnwerkes von Emil Kessler. Und die Männer hier rekonstruieren gerade die letzte Werkslok der Maschinenfabrik Esslingen. Eine Herkulesaufgabe. Weil es in der Werkstatt eindeutig zu laut hergeht, begeben wir uns auf das ehemalige Werksgelände, heute im Besitz von Mercedes-Benz. Die Autobauer haben einige Räume in Erinnerung an den Eisenbahnbauer belassen. Im Flur hängt ein Gemälde des ehemaligen Werkchefs Emil Kessler. Also nochmal, wer war Emil Kessler? Emil Kessler war ein sehr begabter Techniker und er war ein großartiger Unternehmer. Er hat studiert in Karlsruhe am Polytechnikum damals. Das ist der Vorläufer der späteren Universität Karlsruhe. Und er hat sich dort von der Pike auf mit der Technik beschäftigt. Und als ihm das nicht mehr reichte, hat er Studienreisen unternommen. Es existieren Tagebücher seiner Reisen, die ihn quer durch Europa führen. Alles, was mit Technik zusammenhängt, fasziniert ihn. Und wenn er schon mal eine schöne Landschaft zeichnet, gilt sein Augenmerk der Brückenkonstruktion. Er gründet in Karlsruhe eine Maschinenfabrik und baut, was Deutschland besonders braucht in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts, Lokomotiven. Er hat den einfachen Weg beschritten, er hat nachgebaut. Und so ist die erste Lokomotive genau und getreulich nach dem englischen Vorbild gebaut worden. Er hat im Übrigen auch einen Mechanikus eingestellt, den John Bailey, der bei Stevenson vorher einige Jahre gearbeitet hat und der wusste, worauf es ankommt. Die Entwicklung war ausgesprochen positiv. Die Bestellungen haben laufend zugenommen. Und es lag auch daran, dass nur die erste Lokomotive ein 1:1 Nachbau war. Und so sind bei allen weiteren peu à peu einzelne Verbesserungen eingebaut worden, die auch dazu führten, dass man Brennstoff sparen konnte, was ja damals ein wichtiger Kostenfaktor für den Betrieb war. Und so ist die Entwicklung immer weitergegangen. Neben seinem Werk in Karlsruhe gründet er in Esslingen am Neckar eine zweite Maschinenfabrik. Doch die Revolution von 1848 sorgt für eine Wirtschaftskrise. Die Folge: Pleite in Karlsruhe, trotz voller Auftragsbücher. Er hatte nämlich in Karlsruhe ein großes Problem, dass er immer von den Banken abhängig war und sein Fremdkapitalanteil war am Ende rund 90%. Das war natürlich eine sehr ungute Geschichte und das ist ihm in Karlsruhe auch dann später
zum Verhängnis geworden, dass eben die Bank zusammenbrach und sofort die Mittel eingefordert wurden, der natürlich nicht von jetzt auf nachher erbringen konnte. Es ist also eine der letzten Kessler-Lokomotiven aus Karlsruhe, die im Rhein versinken wird. Bestellt ist sie von der Düsseldorf-Elberfelder Eisenbahngesellschaft. Der Jahresbericht 1851 zeigt, dass zwei Lokomotiven angeschafft werden sollen. Um zu erfahren, was das für eine Gesellschaft ist, müssen wir nach Nürnberg. Dort im Bahnmuseum ist Stefan Ebenfeld Leiter der Sammlungen. Er kennt sich aus in deutscher Bahngeschichte. Unterm Strich ist die Düsseldorf-Elberfelder Eisenbahngesellschaft eine relativ kleine geblieben. Sie hatte zum Schluss rund 26 Streckenkilometer und ist in den 1850er Jahren dann in der Bergisch-Märkischen Eisenbahn aufgegangen, hat aber einen ganz entscheidenden Impuls gegeben zur Industrialisierung von Düsseldorf und der nahen Region dort. Es ist eine schwierige Streckenführung dort, die sogar Karikaturisten beflügelt. Man glaubt es gar nicht, aber das Rheinland, wenn man so ein bisschen Richtung Osten fährt, da wird es dann auf einmal bergig. Und die Strecke hat eine sehr starke Steigung von 1:30%. Und für die damaligen Lokomotiven war das mehr als nur eine Herausforderung, eine solche Steigung zu begehen. Und man hat sich dann auch helfen müssen, indem man die Lokomotive an einem Seil den Berg hochgezogen hat, einer stationären Dampfmaschine, die es dann quasi wie so aufgewickelt hat. Und später ist man dann dazu übergegangen, auf einer Gegenstrecke eine Lokomotive bergab fahren zu lassen, die ein Seil zog, was dann über eine Winde die andere Lokomotive mit ihrem Zug den Berg hochgezogen hat. Kesslers Loks haben einen guten Ruf. Nur, warum müssen sie auf dem Rhein transportiert werden? Das hat einen ganz einfachen Grund. Die Eisenbahn gab es noch nicht überall in Deutschland zu der Zeit. Wir sind Mitte des 19. Jahrhunderts. Wir haben 1852 ein Streckennetz von rund 6.500 Kilometern. 1852 verlässt die Lokomotive die Fabrikhalle. Und man muss feststellen, es gibt zwischen Karlsruhe und Düsseldorf keine durchgehende Eisenbahnstrecke, auf der die Lokomotive hätte nach Düsseldorf fahren können. Deswegen musste die Lok immerhin als ganze Lok verladen werden auf ein Schiff. Und man konnte dort immerhin praktischerweise, bis Deutz wollte man kommen, sie fast bis an ihr Ziel bringen. Das war schon ein großer Fortschritt. Wenn man sich überlegt, 15 Jahre vorher, als der Adler aus England hier nach Nürnberg kommen sollte, da war diese Lokomotive verpackt in diverse Kisten und wurde per Schiff, per Kutsche und Lastkarren hier nach Nürnberg verfrachtet. In lauter Einzelteilen und musste dann hier wieder verpackt werden, weil man nicht mal ein Transportmittel gehabt hat, um eine solch große Lokomotive als Ganzes hierher zu transportieren. Die Maschinenfabrik von Emil Kessler in Karlsruhe, der Stadtplan zeigt das deutlich, ist zwar direkt am Bahnhof angesiedelt, aber eine Schienenverbindung zum Rhein gibt es nicht. Es ist ein Spektakel, wenn Lokomotivtransportwagen die Lok aufnehmen. 6 Meter lang, 20 Tonnen schwer. Es ziehen mehr als 20 Pferde Richtung Rhein. Der Rhein als Transportstrecke, das ist 1852 etwas ganz anderes als heute. Um zu erfahren, wie das war damals, müssen wir nach Erkner, östlich von Berlin. Erkner, das war zu DDR-Zeiten für Ostberliner gleichbedeutend mit dem Ende der Welt. Hier endete die S-Bahn. Hier gibt es sogar ein kleines Eisenbahnmuseum. Doch hier gibt es auch eine historische Forschungsstelle des Leibniz-Instituts. Und Professor Christoph Bernhard von der Humboldt-Universität ist der Fachmann für die Geschichte des Oberrheins. Vor kurzem sind seine Forschungsergebnisse über den Rhein als Buch erschienen.
Das war ein Wildstrom. So ist die Formulierung der Zeitgenossen gewesen. Das heißt, es war ein Geflecht von zahlreichen Teilflüssen, teilweise vor allem im südlichen Abschnitt, südlich von Karlsruhe, Straßburg, dann über 2-3 Kilometer in der Breite. Dann aber im Gebiet von Karlsruhe und weiter südlich wird es dann zu einem mäandernden Fluss mit den bekannten großen Schlingen. Das heißt, es gab zwei große verschiedene Flussabschnitte und eine Übergangszone etwa im Gebiet von Karlsruhe. Dieser Mann hat das Bild des Oberrheins gründlich verändert. Gottfried Tuller. Es gab ein ganzes Bündel von Motiven. Das eine sind die Gesundheitspräventionen. Und zwar gibt es ja da die Malaria in dieser Zeit noch. Diese ganzen Sumpfflächen wollte man trockenlegen und damit die Gesundheitsverhältnisse verbessern. Es ist dann auch ein anderer Aspekt, nämlich Grenzsicherung. Der Rhein verlegt permanent sein Bett. Dort werden Grenzsteine gesetzt, die nach 3 Jahren nicht mehr zu finden sind, weil sie weggeschwemmt werden oder anders wie sozusagen der Rhein seinen Weg gesucht hat. Und das gab Grenzverwicklungen mit Frankreich. Man musste und wollte die Grenze fixieren, damit man nicht alle paar Jahre eine Kommission durchschickt, um die wieder zu finden. Die Rheinbegradigung ist Tullers Lebenswerk. Seine Vorschläge als Ingenieur werden mit den Franzosen abgestimmt. Denn das Leben am Rhein kann Anfang des 19. Jahrhunderts gefährlich werden. Bei Hochwasser. Dieses wichtige Motiv der Hochwasser und Überschwemmungen, das ist auch ein ganzer Problemkomplex. Weil es geht ja nicht nur darum, dass Überschwemmungen mal eine Ernte vernichten, sondern der Fluss reißt ganze Ackerflächen weg. Und der Hauptproblemdruck ist, dass ganze Dörfer, wie man sagte, angegriffen werden. Da droht eine Kirche weggeschwemmt zu werden. Und insofern ist das eine existenzielle, ja, politisch-soziale, strukturelle Gefahr, die auch mit ganz hohen Kosten verbunden ist. Tullers ehrgeiziges Projekt, den Rhein zwischen Basel und Mannheim um 80 Kilometer zu verkürzen. Das neue Bett, etwa 300 Meter breit, entsteht, indem Seitenarme einfach abgeschnitten werden. Wenn dann das Wasser anfängt, dort einzuströmen, das ist viel schmaler als diese 300 Meter, dann ist das Prinzip, dass der Fluss sich selbst sein neues Bett gräbt. Das dauert dann 2, 3, 4 Jahre, so etwa. Die Arbeiten sind nicht nur teuer, sie sind umstritten, weil Anwohner Landverlust befürchten. Schau mal. Es gab Misshandlungen, es gab Proteste, es gab wirklich gewaltsame Übergriffe, sodass gerade am Anfang bei diesem Karlsruher Ort Knielingen der Militär eingesetzt wurde. Und das war kein Einzelfall. Tuller ist zeitweise nur mit einer Pistole auf den Baustellen langgelaufen. Also insofern war das sehr zugespitzt. 1852 ist der Rhein also kein langsam dahinfließender Strom mehr. Schon gar nicht an der späteren Unfallstelle bei Rheinsheim. Die Rheinkorrektur hat gravierende Folgen. Das ist sehr dramatisch, weil sozusagen in dieser Zeit zunächst mal die Schiffbarkeit sogar erschwert wird. Denn ich kann, wenn ich nicht sehr kräftige Dampfmaschinen habe, diesen sehr viel stärkeren Abfluss, schnelleren Abfluss und stärkeren Abfluss, kann ich nur noch schwerer überwinden als früher. Das heißt, der Fluss ist schwieriger und gefährlicher geworden dadurch. Der Fluss ist gefährlich. Die Arbeit auf dem Fluss ist gefährlich. Und im Jahre 1852 heiß umkämpft. Wir müssen nach Düsseldorf, um zu erfahren, wie wir uns den Lokomotiventransport Mitte des 19. Jahrhunderts vorzustellen haben. Dort, im Schifffahrtmuseum, berichtet Ulrike Stürzberg von Kämpfen zwischen Segel- und Dampfschiffern.
Im Revolutionsjahr 1848 fielen tatsächlich Schüsse auf diese Dampfschiffe. Die Kapitäne in ihren Führerständen haben sich dann quasi verbarrikadiert, um überhaupt dann an ihren Zielhafen zu kommen. Gestorben ist Gott sei Dank keiner. Aber es waren vor allen Dingen die Treidelknechte auch, die die Konkurrenz der Dampfschiffe fürchtete, weil Dampfschiffe eben in der Lage waren, gegen die Strömung ohne Unterstützung von Pferden fahren zu können. Und welches ist nun das Unglücksschiff? Die Zeitungen berichten von Schiffer Hildesheim aus Boppard. Sein Schiff heißt Stadt Koblenz. Es soll ein Segelschiff sein. Aber ist das glaubwürdig? Es gibt längst Dampfschiffe. Natürlich muss natürlich auch ein Emil Kessler wirtschaftlich denken. Und wenn er halt das Angebot hat von diesem Schiffer aus Boppard, dann nimmt er wahrscheinlich genauso wie heute auch das günstigste Angebot. Denn von der Schnelligkeit waren die Dampfschiffe zwar schneller, aber die Lokomotive wird ja nicht schlecht. Weil ob sie jetzt eine Woche früher oder später in Köln ankommt, das ist eigentlich egal. Wir finden Pläne aus dem Jahre 1830. Ein Schiff namens Stadt Koblenz, ein Dampfschiff. Dann finden wir Fahrpläne, die belegen, dass Dampfschiffe auch in Leopoldshafen, dem Karlsruher Flusshafen dieser Zeit, anlegten. Dennoch bleibt die Frage, war es ein Dampfschiff? War es ein Segelschiff? Erst eine Broschüre bringt Gewissheit. Sie befasst sich mit der Segelschifffahrt, 4 Jahre vor dem Unfall. Und hier findet sich unter der Nummer 368 der Name des Schiffsbesitzers, Hildesheim aus Boppard. Sogar die Ladekapazität ist angegeben, 2400 Zentner. Unser Unglücksschiff ist ein Segler. Die Stadt Koblenz hatte eine Ladefähigkeit von 120 Tonnen. Das heißt also, dass die hatte auch wahrscheinlich zur Stabilisierung unter Deck auch noch eine weitere Ladung geladen, also Knochenmehl, Steine, da sind sich die Quellen nicht so ganz einig. Aber das Ganze stabilisiert natürlich auch das Schiff, wenn der Tiefpunkt, der Schwerpunkt des Schiffes relativ tief ist, sodass eben halt das Schiff dann auch etwas ruhiger im Wasser liegt. Und 20 Tonnen oben auf dem Deck und dann sagen wir mal 100 Tonnen unter Deck, also das ist schon eine relativ sichere Sache eigentlich. Eine sichere Sache eigentlich. Und auf diese Weise sind gut 50 Lokomotiven aus Karlsruhe den Rhein hinabgeschippert worden. Es ist also ein Routinetransport, der am 14. Februar 1852 mit der Lok an Bord von Karlsruhe nach Köln unterwegs ist. Unser Schiffer Hildesheim aus Boppard ist wohl auch ein erfahrener Mann. Doch halten wir uns an die spärlichen Fakten. Was wir über den Unfallhergang wissen, stammt zunächst aus Zeitungen. Die Lokomotive trägt den Namen Rhein. Und ein plötzlicher Windstoß sorgt dafür, dass das Schiff in Schräglage gerät. Vielleicht, was wir nicht wissen, haben auch die Matrosen die Seile absichtlich gekappt, um eben halt ein komplettes Versinken des Schiffes zu verhindern. Natürlich, wenn jemand in dieses eiskalte Wasser gestürzt wäre, wäre er in kürzester Zeit erfroren, ertrunken. Also, dass es da keinen Todesfall gegeben hat, war schon Glück. Das Schiff bleibt unversehrt. Die Lok namens Rhein versinkt im Rhein. Rund 20.000 Gulden im Fluss versenkt. Die Eigner der Düsseldorf-Elberfelder Eisenbahngesellschaft
nehmen den Verlust wohl gelassen. Emil Kessler hat die Lok gut versichert. Dennoch, die Lok soll gehoben werden. Kesslers Plan? Es sollen vom Ufer aus Ketten unter der Lok durchgezogen werden. Jeweils 100 Mann pro Kettenende sind beschäftigt. Die Hebung gerät zum Volksfest. Bierbuden. Blumenmädchen. Man muss sich das alles als regionales Großereignis vorstellen. Die Hebung scheint sogar zu gelingen. Doch die Lok rutscht ab und versinkt wieder in den Fluten. Diesmal in noch schlechterer Lage. Die Zeitungen vermelden den Misserfolg. Doch sie vermelden auch, jetzt sollen Taucher die Lok heben. Spezialisten aus London. Warum aus London? Es gibt keinen Menschen, der mehr über die britische Tauchgeschichte weiß als John Bevan. Er steht hier am Ärmelkanal in Gosport bei Plymouth. Hier haben sich viele Schiffskatastrophen ereignet. John Bevan ist Chef des National Diving Museum in Gosport, untergebracht in einer ehemaligen Militärbatterie. Hier ist dokumentiert, wie der Mensch einst versuchte, unter Wasser zu arbeiten. Von den bescheidenen Anfängen bis hin zu Anzügen, die 1852 das Beste sind, was es auf diesem Planeten gibt. Es ist eigentlich ein Feuerwehrhelm, erfunden von Charles Dean 1823. Deshalb ist er so leicht gebaut. Er ist gemacht, damit jemand in ein brennendes Haus gehen kann. Aber als das sich finanziell nicht lohnte, haben sie den Helm genutzt, um zu tauchen. Sie mussten ein paar Änderungen vornehmen, um ihn unter Wasser tragen zu können. Und so ist der Standard-Tauchhelm entstanden, der bis heute in der ganzen Welt getragen wird. Ein Helm allein macht noch keinen Tauchanzug. Man hat 1852 noch andere Probleme zu bewältigen. Dieser Anzug ist wie ein Sandwich aufgebaut. Eine Lage Leinen, dann Gummi und wieder Leinen. Er ist absolut wasserdicht und sehr strapazierfähig. Es ist aber so viel Luft in diesem Anzug und in diesem großen Helm, dass du im Wasser treibst. Wenn du also sinken willst, musst du Blei anhaben. Viel Blei, damit du runterkommst. Diese Gewichte wiegen 40 Pfund das Stück, eins vorne und eins hinten. Also schon mal 80 Pfund. Der Helm wiegt noch mal 40 Pfund. Und er hat noch mal rund 20 Pfund an jedem Fuß. All das, damit du trotz der Luft im Anzug tauchen kannst. Das größte Problem jedoch, die Luftzufuhr. Für den Taucher eine Frage von Sein oder Nichtsein. Als dieser Anzug erfunden wurde, hatten sie ein Hauptproblem. Wenn der Luftschlauch platzt, dann entweicht die Luft aus dem Anzug und der Wasserdruck presst das Blut des Tauchers hoch in den Helm. Mehrere Taucher wurden so totgedrückt. Es ist also schlicht lebensgefährlich, in diesen Anzügen zu tauchen. Vielleicht ist es in England gerade deshalb ein beliebtes Hobby, in nachgebauten Anzügen genau so zu tauchen, wie im Jahre 1852 im Rhein getaucht wurde, um die versunkene Lokomotive zu heben. Die
Luft wird von oben zugepumpt. Die Sichtverhältnisse sind hier in Stony Cove bei Leicester vielleicht besser als damals im März 1852 bei Germersheim. John Bevan hat sogar versucht herauszufinden, wer damals im Rhein zur Lok tauchte. Geholfen hat eine Information der deutschen Zeitungen. Da ist von Vater und Sohn die Rede. Well, certainly in 1852 there was one man. 1852 gab es einen Mann namens John Gunn. Er war der Cheftaucher und Organisator in Whitchitippel zu der Zeit. Er hatte selbst Kinder, die Taucher waren. Er hätte auch andere Familien anheuern können für einen großen Job. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass es John Gunn war. Es gibt sogar ein Altersfoto von John Gunn. Das Dumme. Die Zeitungen müssen vermelden, die Taucher scheitern. John Gunn und Sohn kommen erst gar nicht an die Lok ran. Das Problem mit dem Fluss ist vor allem die Strömung. Die macht den Tauchern am meisten zu schaffen. Sie können einfach weggespült werden. Und zweitens war die Sicht wohl schlecht. Sie haben wahrscheinlich so gut wie nichts gesehen. Das zusammen hat die Arbeit wohl so erschwert. Hauptsächlich aber die Strömung. Also bleibt die Lok liegen, wo sie ist. Die Versicherung zahlt. Und ein Jahr später weist der Geschäftsbericht der Düsseldorf-Elberfelder Eisenbahn eine neue Lokomotive namens Rhein auf. Wahrscheinlich hat Kessler noch eine geliefert. Dessen Karlsruher Werk wird liquidiert. Kessler wird sich nur noch der Esslinger Fabrik widmen. Und die Lok? Sie wird vergessen. Erst 1925, nach fast 75 Jahren, soll sie gehoben werden. In München wird die große Verkehrsausstellung vorbereitet. Die versunkene Lok soll die Attraktion der Reichsbahn werden. Doch sie wird nicht mehr gefunden. Ja. Wäre das in den 20er Jahren gelaufen bei der Reichsbahn, hätte die Reichsbahn es geschafft, die Lok zu holen, dann würde sie heute hier im Haus stehen. Weil das hier ist das Eisenbahnmuseum der Reichsbahn, das Museum der Reichsbahn gewesen. Aber wir freuen uns auch, mal Kollegen zu besuchen und uns dort echte Highlights anzuschauen. Natürlich, wer so etwas hat und bekommt, der kann sich freuen. Das ist ein Superlativ, der immer wieder Menschen anzieht und neugierig macht und für ein Thema begeistern kann. Aber das ist der Vorteil in Deutschland. Es ist nichts so weit weg, dass man nicht ganz bequem über ein Wochenende mal hinfahren kann. Der Rhein hütet also mehr als 150 Jahre lang ein Geheimnis. Nur er weiß über anderthalb Jahrhunderte, wo die versunkene Lok liegt. Bis ihm dieses Geheimnis entrissen wird. Aber diese Geschichte erzählen wir das nächste Mal.